Es ist für die Würzburger Spiel 1 nach der Trennung von Markus Ziesche, und nicht nur die gut 1500 Zuschauer in der Arkon Arena fragen sich, ob unter dem Interimsduo Sebastian Neumann und Ronny Ermel nun die Wende zum Besseren gelingt. Neben dem amtierenden Meister ist übrigens auch der Vize diese Saison noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Die zuletzt viermal in Folge ungeschlagene DJK Filzingen Gelb hat mit 9 sogar noch einen Zähler weniger auf dem Konto als die Unterfranken, die zudem kommenden Dienstag noch die Nachholpartie gegen Nürnberg in der Hinterhand haben. Übrigens, die heimische Startelf im Vergleich zur 0-4-Klatsche gegen Bayreuth auf 3 Positionen verändert, unter anderem auch ein Wechsel auf der Torhüterposition. Vincent Friedsam hier aber noch nicht wirklich gefordert. Insgesamt gehörten die ersten Minuten am Dallenberg jedoch klar den Gästen gegen zaghaft wirkende Kickers. Die holten sich dann über viele Ballaktionen zunehmend Sicherheit und tauchten nach rund einer Viertelstunde erstmals am gegnerischen 16 auf. Letztlich kommt es jedoch zu keinem Abschluss. Und so war es 25 Minuten lang eine echt zähe Angelegenheit, bis dann Jonas Wieselsberger Maximilian Fässer auf dem linken Flügel findet. Der geht durch bis zur Grundlinie, präzise Flanke in den Rückraum auf Tim Kraus, der allerdings auch sträflich freisteht. Und der 24-Jährige kann Torhüter Max Putz quasi fragen, wo er den Ball hinhaben will. Riesige Nervenberuhigung natürlich für die Hausherren. In der Folge auch die Körpersprache eine ganz andere bei den Unterfranken. Sie kamen nun zu Abschlüssen. Die Torgefahr zwar weiter überschaubar, die 1-0 Pausenführung aber mittlerweile sicherlich verdient. Und auch eingangs des zweiten Abschnitts behielten die Kickers die Hand am Lenkrad, spielten aber die ein oder andere vielversprechende Situation ungenügend aus. Da merkte man dann doch noch die Verunsicherung der letzten Wochen. Filzing allerdings nach der starken ersten Viertelstunde mittlerweile kaum noch vorne zu finden. Hier zumindest mal wieder was zu tun für Friedsam nach einer Kopfballverlängerung von Kapitän Paul Grauschopf. Im direkten Gegenzug kommt der Ball in der 59. Minute allerdings von Moritz Hannemann in die Mitte. Ungenügend geklärt von den Gästen, und so kann sich Benchers Junge Abiol die Kugel zurechtlegen und schließt perfekt ab zum 2-0. Für die Gastgeber natürlich ein Tor zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt nach knapp einer Stunde. Das roch doch schon ein bisschen nach Vorentscheidung. Die DJK musste nun etwas öffnen, und so rollt in der 66. Minute ein Konter, und das sah dann schon wieder so aus wie in der vergangenen Saison. Ein Angriff wie auf dem Reißbrett. Junge Abiol legt nochmals ab für Benjamin Girt, und der vollendet aus der Drehung zum 3-0. Nun also die endgültige Entscheidung zugunsten des amtierenden Meisters. Ansonsten passierte dann eigentlich nicht mehr allzu viel bis zur 86. Minute. Da kommt das Leder etwas glücklich zu Junge Abiol in der Mitte, und der knallt das Ding rein zum 4-0 Endstand. Das fühlte sich dann in der Art und Weise des Auftritts nach dem 1-0 schon durchaus nach einem Würzburger Befreiungsschlag an. Ja, wir sind natürlich mega happy über das Ergebnis, auch über die Leistung. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, die das alles umgesetzt hat, was wir jetzt vorgegeben haben. Und auch ein Riesenkompliment an Ronny Ermel, der das ganze Taktische übernommen hat, der unglaublich gut die Mannschaft vorbereitet hat. Und jetzt sind wir alle stolz, und jetzt freuen wir uns, dass wir 4-0 gewonnen haben und genießen den Sieg. Ja, ich habe es den Jungs vor dem Spiel gesagt, wir haben es in der Halbzeit nochmal angesprochen, wir müssen das Spiel lange offen halten, weil man hat die Verunsicherung von Würzburg, glaube ich, deutlich gemerkt in der Anfangsphase. Ja, und wäre da ein Tor gefallen oder kurz nach der Halbzeit, glaube ich, hätte der Gegner vielleicht nochmal gewackelt. Aber wenn man kein Tor schießt, dann tut man sich natürlich schwer, und dann sieht man die Wucht, die Würzburg entwickeln kann. Und am Ende des Tages, wie gesagt, war es dann auch ein verdienter Sieg. Heine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer, aber die Würzburger Kickers setzen nach Anlaufschwierigkeiten am Ende ein Statement nach dem Trainerwechsel. Die Filzinger Serie von 4 Ligaspielen ohne Niederlage endet dagegen am Dallenberg. Das einzige noch ungeschlagene Team der Liga ist die U23 des FC Bayern München. Und diesen Nimbus wollen die Gastgeber vor den gut 620 Zuschauern, darunter auch Ex-Nationalspieler Ulf Kirsten, natürlich auch im Heimspiel gegen den TSV Albstadt wahren. Die Frage ist natürlich, wie die Bayern-Youngsters die Länderspielpause verdaut haben, der übrigens unter anderem Adam Asnou für Marokko debütierte und gleich mal Man of the Match wurde. Im Ligaspielbetrieb dagegen zuletzt die Grabfelder in Weiß und Schwarz, die jedoch grundsätzlich einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt und auch beim 1-1 gegen Nürnberg 2 Punkte liegen gelassen haben. Hier erwischten sie aber einen absoluten Traumstart dank der freundlichen Unterstützung von Hausherrn-Keeper Anthony Pavlicek. Der unterschätzt seinen weiten Ball und bringt nach gerade mal 19 Sekunden Marco Nickel zu Fall. Ganz früher Elfmeter für den TSV.
Nickel übernimmt selbst und verwandelt äußerst cool zum 0:1 in der zweiten Minute. Eiskalte Dusche für die Bayern im Allgemeinen und Pavlosek im Besonderen. Die Münchner Youngsters aber nicht wirklich geschockt. Sie legten schnell den Vorwärtsgang ein, dominierten das Spielgeschehen, ohne jedoch vorerst das Gehäuse von Max Bönke in allzu große Gefahr zu bringen. In der 23. Minute dann eine Ecke für die Bayern, da haben sie viele Varianten drauf. Hier kommt am Ende nach etwas Flippern im Strafraum Kapitän Steve Breitkreuz zum Abschluss, Bönke aber zur Stelle. Alles in allem war es weiter so wie bei diesem Solo des neben Asnou zweiten großen Juwels der heimischen Truppe, Nestori Irankunda. Viel Aufwand, wenig Ertrag. Hauptstadt lange Zeit ohne wirkliche Entlastung, dann aber zieht Luke Hemmerich nach gut einer halben Stunde die 7-Meilen-Stiefel an, der Abschluss allerdings knapp am langen Eck vorbei. Im direkten Gegenzug dann aber auch die Gastgeber brandgefährlich, Irankunda muss da eigentlich den Ausgleich erzielen, setzt einen Abpraller jedoch hauchzart neben die Kiste. In der Phase vor der Pause die Gäste dann wieder aktiver, unter anderem hier Timo Pitta viel zu lässig. Auch wenn die Bayern zwischendurch viel Ballbesitz hatten, war die Hauptstädter Führung insgesamt alles andere als unverdient. Abschnitt 2 begann ähnlich turbulent wie der erste, Unterschied allerdings, der Kopfball von Irankunda in der 50. Minute in einem Freistoß ging nicht rein, zudem stand er auch noch im Abseits. Ansonsten dominierte aber vorerst die Gäste-Defensive und nach 60 Minuten kontern die Grabfelder. Marvin Weiß zwingt da per Außenriss Pavlosek zu einer weiteren Parade. Von den Bayern kam lange nichts in der 66. Minute, dann aber mal eine vernünftige Kombination. Am Ende findet aber Joker Michael Scott per Kopf in Bönke seinen Meister. Im direkten Gegenzug allerdings der nächste starke Konter des TSV. Loris Meyer schickt im perfekten Moment Weiß auf die Reise. Der legt nochmal uneigennützig quer auf den gerade frisch eingewechselten Max Grimm. Nach 67 Minuten also Hauptstadt mit 2:0 in Front. Geht jetzt noch was für die Bayern Amateure oder reißt die ungeschlagene Serie? Die Unterfranken verteidigten lange robust, doch in der 87. Minute tut sich dann eine Lücke auf, der eingewechselte Max Wagner mit freier Bahn und dem späten Anschlusstreffer. Jetzt also wieder alles möglich für den Tabellenvierten. Und tatsächlich gab es in der Nachspielzeit noch eine Gelegenheit. Ein Freistoß von Asnou segelt rein, Joker Jona Kusi-Asare mit dem Kopfball und dann legt Marcel Volkmuth das Ding ins eigene Netz. Ganz bitterer Schlussakkord für die Gäste in der 3. Minute der Nachspielzeit. Ganz andere Gefühlslage dagegen auf der anderen Seite über den späten Ausgleich. Die wichtigste Erkenntnis ist für mich definitiv, dass es großartige Mentalitätsspieler sind, die das Wappen vom FC Bayern München einfach hat so recht auf der Brust tragen, weil sie bis zur letzten Sekunde an das Tor geglaubt haben, an den Anschlusstreffer und wie sie dann das zweite Tor auch noch erzwingen, das ist einfach top. Und deswegen bin ich echt stolz auf die Mannschaft, dass sie heute es geschafft haben, niederlagenfrei bis zum heutigen Tag in der Regionalliga zu stehen. Wir führen 2:0 bis zur, glaube ich, 88. Minute. Ja. Ich glaube, das brauchen wir nicht drüber reden, dass das dann natürlich ernüchternd für uns ist und auch wehtut. Und das haben die Jungs in keinster Weise verdient. Wir machen das jetzt schon seit 2-3 Spielen so, diese Erfahrungen. Irgendwann müssen wir uns auch mal selber dafür belohnen. Aber letztendlich ist Fußball auch kein Spiel, wo man sagen kann, das stellt man ab, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir weiterarbeiten. Das ist das Wichtigste. Die U23 des FC Bayern München rettet also auf der letzten Rille die ungeschlagene Serie, verpasst aber trotzdem Druck auf das Spitzentrio Schweinfurt, Illertissen und Burghausen aufzubauen. Der TSV Hauptstadt gibt dagegen nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit spät noch sicher geglaubte Punkte aus der Hand. Nach dem ersten Auswärtspunkt der Saison in Filzing soll nun der dritte Heimsieg her für den SV Viktoria Aschaffenburg vor knapp 700 Zuschauern am heimischen Schönbusch. Da hat allerdings die U23 des FC Augsburg sicherlich was dagegen. Vor der Länderspielpause, der die Fuggerstädter in Grün spielfrei hatten, zeigten sie jedoch sehr schwankende Leistungen. Im Tor der Gäste übrigens der lange verletzte Bundesliga-Keeper Finn Dahmen, der Spielpraxis sammeln soll. Und der gebürtige Wiesbadener, dessen Eltern auch auf der Tribüne waren, steht gleich im Blickpunkt. Glück hier für den 26-Jährigen, dass die Ecke von Kapitän Benny Bayer an Freund und Feind vorbeirauscht. In der 7. Minute ist er dann aber richtig gefordert. Top-Fußabwehr gegen Niklas Meyer, das hätte durchaus die Hausherrenführung sein können.
Nach dem schwungvollen Start verflachte die Partie dann etwas. Erster und einziger Lichtblick der Gäste, die übrigens seit mehr als 10 Jahren auf einen Sieg gegen die Viktoria warten, war diese feine Einzelleistung des 6-fachen Saisontorschützen Juan Cabrera. Aschaffenburg auch nur noch bei seiner Leib- und Magendisziplin, nämlich Standards, gefährlich, da aber richtig. Hier verpassten David Nene und Hamza Butakrit die Kopfballablage von Tom Schulz. Die anschließende Ecke hat es auch in sich. Damen muss wieder ran gegen den Versuch von Nene. Das war's aber dann auch schon aus einer qualitativ insgesamt recht überschaubaren ersten Hälfte. Durchgang 2 brauchte auch einige Zeit, ehe er auf Touren kam. Nach knapp einer Stunde mal ein schönes Zusammenspiel zwischen Simon Mühlbauer, Lukas Ehrlich und Daniel Hausmann. Torwart Max Grün ist aber rechtzeitig draußen und rettet. Der 37-Jährige, ja, wie sein Gegenüber Damen, mit Bundesliga-Erfahrung ausgestattet und seit Jahren die Lebensversicherung der Viktoria. Seine Vorderleute brachten nun allerdings kaum noch was Konstruktives nach vorne zustande. Diese Aktion des eingewechselten Gianluca Schäfer stellvertretend für die heimischen Offensivbemühungen im zweiten Abschnitt. Aber auch die FCA-Youngsters bekleckerten sich im Spiel nach vorne nicht gerade mit Ruhm. Und so dauert es bis zur 82. Minute, ehe zumindest mal wieder ein Hauch von Gefahr durchs Stadion am Schönbusch wehte. Vielleicht aber doch noch der Lucky Punch in der Crunch-Time. Cabrera schickt Joker Konstantin Kresin, aber der setzt das Leder am kurzen Eck vorbei. Nix war's also mit einem Treffer in dieser Partie. Ja, grundsätzlich hilft uns ja jeder Punkt, ne? Und ich bin heute keineswegs unzufrieden, weil wir gewusst haben, wie stark Augsburg auch ist. Es ist eine Profimannschaft mit extrem viel spielerischer Klasse. Und ich glaube, wir waren heute wieder einmal defensiv extrem stabil, haben sehr unaufgeregt, diszipliniert und taktisch sehr gut wegverteidigt alles. Resultat in meiner Meinung extrem fair, weil Aschaffenburg hat in der ersten Halbzeit eine Tormöglichkeit, die der Finn Dahm überragend hält. Wir haben in der zweiten Halbzeit eine Tormöglichkeit, wo wir allein aufs Tor laufen, wo der Grün extrem gut hält. Und sonst würde ich sagen, ein total biederes Regionalligaspiel, was total unschön war anzuschauen. Endet dann irgendwie dann auch sinngemäß mit einem 0-0, wo keiner sich so richtig freuen kann und keiner diesen Abend wahrscheinlich lange in sein Gedächtnis haben wird. Für meine Eltern war es natürlich optimal. Die mussten nicht so lange anreisen, um heute zuzuschauen. Nee, hat Spaß gemacht wieder, weil jetzt schon eine lange Zeit, die ich raus war. Und ja, zum Reinkommen war es super heute. Hat Spaß gemacht, zu 0 gespielt. Ist natürlich schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Die schwarze Serie des FCA gegen Aschaffenburg geht also weiter. Auch im 12. Anlauf seit April 2014 gibt es keinen Dreier. Mit 11 Zählern stehen die Fuggerstädter weiter im Niemandsland der Tabelle. Aschaffenburg hat 8 Punkte gesammelt und verlässt als 14. zumindest über Nacht die gefährdete Region. Verfolgerduell im Hans-Walter-Wild. 4 Punkte trennen den Tabellenzweiten FV Illertissen vom 5. Bayreuth, der vor über 1600 Zuschauern beweisen will, dass der 4:0-Coup in Würzburg vor einer Woche keine Eintagsfliege war. Für Altstadt-Coach Lukas Kling ist es zudem ein ganz besonderes Spiel. Von 2012 bis 2017 absolvierte er über 150 Regionalligaspiele für den FVI, bei dem er auch seine Trainerkarriere startete. Sein damaliger Coach, sein jetziger Gegenüber Holger Bachtaler, der mit seinem Team auswärts in dieser Saison sogar inklusive Toto-Pokal noch keinen Gegentreffer hinnehmen musste. Und die bis auf das 1:3 gegen Schweinfurt insgesamt sehr stabile Illertisser Defensive war auch von Beginn an gefordert. Nach einer Ecke in der 8. Minute kratzt Lasse Jürgensen den Versuch von Patrick Scheder gerade noch von der Linie. Allgemein in der Anfangsphase viele Standards auf beiden Seiten. Aus dem Spiel heraus gelang wenn dann nur den Hausherren etwas Konstruktives, wie hier über Jonas Kehl. Dessen Hereingabe sorgt jedoch nur bedingt für wirkliche Gefahr im gegnerischen Strafraum. Trotzdem die Oberfranken in Durchgang 1 klar Chef im Ring und in der 35. Minute mit der nächsten Möglichkeit. Doch Yannick Graf bringt die Kugel nach der Hereingabe von Felix Heim nicht aufs Tor. Allgemein die Leihgabe von Zweitligist Regensburg, wie schon bei seinem Doppelpack zuletzt in Würzburg, ein absoluter Aktivposten. Kurz vor der Pause wird er von Jürgensen gerade noch geblockt. Gerne würden wir auch eine Offensivaktion der Gäste zeigen. Dieser Schuss von Gökalp Kilic in den Bayreuther Nachmittagshimmel, aber fast schon die nennenswerteste Torannäherung des Tabellenzweiten im ersten Durchgang. Und auch nach dem Seitenwechsel zunächst das gleiche Bild. Die Heimelf mit teils sehr flüssigem Kombinationsspiel, vor allem über die Außen. Heim bringt die Kugel nach innen, doch Graf scheitert völlig freistehend am glänzend reagierenden Markus Konat.
Nur wenig später dann eine ähnliche Situation. Wieder kommt die Flanke von rechts an den zweiten Pfosten zu Graf. Der Ball kommt zu Erol Zeynulahu. Und wieder verhindert Ponat mit einer Sensationsparade das eigentlich längst fällige 1:0. Danach konnte sich Illertissen zumindest etwas befreien. Richtig zwingend wurde es allerdings weiterhin nicht. Wesentlich zielstrebiger da schon die Gastgeber und in der 64. Minute dann diese Szene. Graf geht da im Zweikampf mit Max Zeller zu Boden und Schiedsrichterin Davina Lutz entscheidet sofort auf Strafstoß. Zeynulahu tritt an und dieses Mal ist der bislang überragende Ponat machtlos. Die hochverdiente Führung für Bayreuth durch den Publikumsliebling, der ja auch schon in Würzburg per Freistoß das wichtige 1:0 erzielt hatte. Doch der Rückstand schien den Schwaben nochmal neues Leben einzuhauchen und in der 74. Minute hat der eingewechselte Denis Milic die Riesenchance zum Ausgleich, aber Lukas Zahaczewski verkürzt da geschickt den Winkel und hält die Null fest. In der Schlussphase verteidigte die Altstadt mit viel Leidenschaft, der einzige Vorwurf, den sie sich gefallen lassen mussten, sie machten den Sack nicht zu, war aber am Ende egal, es blieb beim verdienten Sieg für Bayreuth. Ein überragender Sieg von der ganzen Mannschaft, vor allem was Leidenschaft, Einsatz, Spiel gegen Ball angegangen ist oder angeht. Nach den zwei vergebenen Chancen, kurz nach der Halbzeit, haben wir schon gedacht, das nimmt wieder Züge von Aschaffenburg an, wo wir kein Tor geschossen haben. Aber die Jungs haben weitergemacht, haben nicht nachgelassen. Dann verdient den Elfmeter dann bekommen, das 1:0 gemacht und dann leidenschaftlich zu Ende verteidigt. Und von daher sind wir sehr froh über die 3 Punkte. Ja, wir haben uns viel vorgenommen heute hier in Bayreuth, haben es leider dann nicht geschafft, es auf dem Platz umzusetzen. Ich glaube, ja, verdienter Sieg von Bayreuth, weil wir heute einfach bei eigenem Ballbesitz vor allen Dingen unerklärliche Unsicherheiten an den Tag gelegt haben und insgesamt keine gute Leistung von uns, dementsprechend verlieren wir verdient. Illertissen kassiert also die 2. Saisonniederlage, die 2. gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Topplätze. Die Spielvereinigung Bayreuth vergoldet dagegen den Sieg in Würzburg, schließt zu den vorderen Teams auf und darf sich deshalb definitiv als Gewinner dieses Spieltags fühlen. Auf eine lange Historie kann das Duell zwischen dem TSV Schwaben Augsburg und dem 1. FC Schweinfurt zurückblicken. Bereits 1946 trafen die beiden Teams in der nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründeten Oberliga Süd aufeinander. Die letzte Partie ist allerdings auch schon über 20 Jahre her. Und die Neuauflage dieses Klassikers wird bei bestem Fritz-Walter-Wetter in der Rosenau ausgetragen. Die Schnüdel reisen dabei als Tabellenführer nach Augsburg und sind beim Aufsteiger natürlich der Favorit. Wenngleich der TSV als Tabellensiebter bisher eine hervorragende Premierensaison in der Regionalliga spielt und beim 2:0-Erfolg zuletzt in Bamberg noch einmal ordentlich Selbstvertrauen getankt hat. Die Anfangsphase gehörte aber klar den 05ern. Bereits in der 3. Minute probiert Joshua Endres von der Strafraumkante. TSV-Keeper Patrick Sander, der nach seiner abgesessenen Rotsperre wieder im Kasten steht, kann nur prallen lassen. Und der Nutznießer ist Sebastian Müller, der seinen 5. Saisontreffer erzielt. Einen besseren Start hätte sich der Tabellenführer wohl nicht erträumen können. Und auch in der nächsten Szene ist wieder Endres beteiligt. Diesmal bleibt Sander aber der Sieger. Danach allerdings viel Leerlauf, wir springen schon in die 36. Minute. Wieder die Schnüdel im Vorwärtsgang, Torschütze Müller kommt zum Abschluss, doch Sander scheint nach der kalten Dusche mittlerweile auf Betriebstemperatur zu sein. Von den Hausherren kam offensiv bisher quasi gar nichts bis zur 40. Minute. Maximilian Heiß kommt da zum Abschluss, der Ball wird noch abgefälscht und plötzlich steht's hier 1:1. Aus dem Nichts der Ausgleich für den Aufsteiger. Doch Pause war hier noch nicht. In der Nachspielzeit nochmal die Schnüdel. Spielertrainer Matthias Ostschalek rennt Mike Dellinger über den Haufen. Strafstoß für die Gäste.
Martin Thomann nimmt sich der Sache an und korrigiert das Ergebnis umgehend wieder aus Schweinfurter Sicht. Mit dem 1:2 ging es dann auch in die Kabinen. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten dann erneut die Gäste. Dellinger taucht kurz nach Wiederbeginn frei vor Sander auf, kann den Schlussmann der Schwaben aber nicht überwinden. Rüber auf die andere Seite. In der 58. Minute segelt eine Ecke in den Schweinfurter Strafraum und wird zum zweiten Pfosten verlängert, wo Lukas Ramser goldrichtig steht und den erneuten Ausgleich erzielt. Die Schnüdel nun also wieder gefordert und der Tabellenführer lieferte. Und wie? Ansatzlos knallt Endres die Kugel aus 25 Metern wunderschön ins Kreuzeck. Was eine tolle Bude des 27-Jährigen, die wir uns gerne noch einmal ansehen. Doch vielleicht war der Spitzenreiter etwas zu sehr am Feiern, denn nur 3 Minuten später heißt es wieder Ecke für die Schwabenritter. Heiß bekommt den Abpraller und donnert die Kugel dann humorlos unter die Latte. Was ein verrückter Fußballnachmittag hier in der Rosenau. Und Schweinfurt drückte jetzt zum 4. Mal auf den Führungstreffer. Doch Keeper Sander erwischte einen wahren Sahnetag und brachte die Schweinfurter mehrfach zur Verzweiflung. Das Highlight war diese Glanzparade gegen den Kopfball von Müller. Wir springen in die Nachspielzeit, nochmal eine Ecke für Augsburg. Und Sie ahnen es schon, Simon Achatz steigt am höchsten und erzielt tatsächlich noch das 4:3 für die Hausherren. Mit dem 3. Treffer nach einer Ecke entscheiden die Schwarmritter dieses Spiel für sich, dessen Drehbuch Hitchcock höchstpersönlich wohl nicht besser hätte schreiben können. Ja, ich glaube wieder für alle, die heute gekommen sind, ein Riesenspektakel. Wir haben es schon gegen den FCA hier ein Riesenspiel gemacht mit vielen Toren. Wir haben heute ein Riesenspiel gegen den Tabellenführer gemacht, die auch eine sehr gute Leistung gezeigt haben. Ich glaube, es war ein richtig gutes Regionalligaspiel. Und einfach ein Riesenrespekt an meine Jungs, was für eine Leistung sie auf den Platz gebracht haben. Und natürlich sind wir heute sehr glücklich über die 3 Punkte. Ja, Glückwunsch an Augsburg zu den 3 Punkten. Ich glaube, für den neutralen Zuschauer war es ein richtiges Spektakel. Für uns tut es natürlich weh, wenn du auswärts 3 Tore schießt und vor allen Dingen noch 3-mal in Führung gehst, dass du das Spiel dann nicht gewinnst oder zumindest einen Punkt hier mitnimmst. Am Ende des Tages waren, glaube ich, 2 Sachen entscheidend. Das eine waren die Standardsituationen und das andere war heute ein überragender Pet Sander im Tor. Was ein 7-Tore-Spektakel also in der Rosenau. 3-mal gleicht der TSV Schwaben Augsburg gegen den Tabellenführer aus Schweinfurt aus und holt sich mit dem Lucky Punch in der Nachspielzeit noch den Sieg. Mit 15 Punkten reiten die Schwabenritter weiter auf der Erfolgswelle und sind Sechster. Die Schnüdel bleiben dank der Patzer der Konkurrenz an der Tabellenspitze. Trotz der durchaus schon etwas prekären Lage gehen sowohl die U23 des 1. FC Nürnberg als auch die Spielvereinigung Hankhofen-Heiling selbstbewusst in das Duell der beiden punktgleichen Tabellennachbarn. Denn beide Teams zeigten nach eher mäßigem Saisonstart zuletzt aufsteigende Form. Die Hausherren holten aus den vergangenen beiden Partien 4 Zähler. Die Niederbayern ganz in Schwarz feierten zuletzt unter anderem mit dem Last-Minute 2:1 über Ansbach 2 extrem wichtige Heimsiege. An den letzten Auftritt in Nürnberg erinnert man sich bei den Dorfburm allerdings nur ungern. In ihrer ersten Regionalliga Saison gab es an gleicher Stelle vor knapp 1,5 Jahren ein 1:8 Debakel. Damit hinein ins Match vor offiziell leider nur 93 Zuschauern, darunter auch Clublegende Marek Mintal. Und wir springen bereits in die 16. Minute. Da bietet sich FCN-Kapitän Fabian Menig die erste Gelegenheit. Sein Schuss wird von Benedikt Schwarzensteiner gerade noch zur Ecke geblockt. Und die wird ebenfalls gefährlich. U17-Weltmeister Winners Osawe, im Sommer aus dem Nachwuchs von RB Leipzig nach Nürnberg gewechselt, setzt seinen Kopfball bei seinem Regionalliga-Debüt allerdings knapp vorbei. Bis zur ersten Chance der Gäste, die übrigens erstmals in dieser Saison von Anfang an mit Viererkette agierten, dauerte es dagegen fast eine halbe Stunde. Doch Tobias Richter bringt hier unter Bedrängnis nur ein Schüsschen zustande. Dennoch versuchte es Hankhofen auch ohne seinen nach wie vor verletzten Spielertrainer Tobias Beck mit dem fußballerischen Ansatz und spielte wie gewohnt mutig von hinten raus, oft allerdings etwas zu mutig. Samuel Pecks lässt sich da von Simon Joachims viel zu leicht den Ball abluchsen. Der Nürnberger legt quer für Raphael Lubach und der vollendet eiskalt zum 1:0 nach 42 Minuten. Erstes Saisontor für den 19-Jährigen, für Hankhofen der Rückstand in dieser Phase natürlich ein herber Rückschlag. Und diesen schweren Rucksack nahm die Spielvereinigung auch mit in den 2. Abschnitt. Der Clubnachwuchs dagegen mit der Führung im Rücken jetzt etwas forscher unterwegs. Profi-Leihgabe Janni Serra, auf dessen Konto bereits 40 Tore in der 1. und 2. Liga für Kiel und Bielefeld stehen, scheitert mit seinem Schuss jedoch an Gästekeeper Sebastian Mayer.
Kurz darauf dann wieder ein leichtfertiger Hankofener Ballverlust in der eigenen Hälfte. Nürnberg spielt sich in den Strafraum und dort wird Osawe von Brian Wagner zu Fall gebracht. Schiedsrichter Elias Wörth zeigt sofort auf den Punkt. Der erst in der Halbzeit eingewechselte Uche Obiogumu übernimmt die Verantwortung und verwandelt platziert zum 2:0. Nach 52 Minuten also schon fast eine kleine Vorentscheidung. Doch Hankofen alles andere als geschockt und mit einer perfekten Reaktion. Ein Freistoß von Samuel Pex landet bei Tobias Lermer und der wuchtet die Kugel sehenswert per Volleyabnahme in die Maschen zum 1:2. Der Aufsteiger jetzt also wieder voll drin im Geschehen und zog nun mit zunehmender Spielzeit fast ein kleines Powerplay auf. Die Gastgeber konnten sich nun nur mehr selten aus der eigenen Hälfte befreien und schwächten sich dann in der 84. Minute selbst. Der bereits verwarnte Sofyan Ikene kommt da zu spät und erwischt Andreas Wagner, heißt logischerweise gelb-rot. In Überzahl drückte Hankofen, dass er schon des Öfteren in der Crunch-Time zugeschlagen hat, auf den Ausgleich. Und mit Ablauf der regulären Spielzeit gelang er ihnen dann tatsächlich auch. Und wie schon in der Vorwoche gegen Ansbach ist es erneut Lermer, der in letzter Minute zuschlägt und seinem Team mit seinem zweiten Tor des Tages doch noch einen verdienten Punkt sichert. Ja, ich denke, wenn man mit einer 2-0 oder mit einem 2-0 Rückstand dann noch einen Punkt in Nürnberg holt, ist das definitiv ein gewonnener Punkt und fühlt sich natürlich jetzt im letzten Moment an wie ein Sieg. Wobei ich finde, dass wir eigentlich ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Wenn man 90 Minuten betrachtet, glaube ich, wäre halt definitiv mehr drin gewesen. Aber mit der Tatsache, dass wir 2-0 in Rückstand waren, bin ich trotzdem zufrieden über den Punkt. Wir sind gut reingekommen. Wir haben das Spiel eigentlich relativ lange im Griff gehabt. Wir müssen vielleicht das Dritte machen, dann ist die Sache gegessen. Machen es nicht, kriegen durch den Standard das 2-1 und dann haben wir so ein bisschen einen Bruch im Spiel. Mit der roten Karte natürlich spielt das Hankofen noch mal in die Karten. Und am Ende mit dem 2-2 hat sich Hankofen den Punkt erkämpft. Ja. Und für uns fühlt es sich jetzt natürlich an wie eine Niederlage. Letztlich also eine gerechte Punkteteilung, die dem Aufsteiger sicherlich mehr weiterhilft als dem Club Nachwuchs, der bereits am Dienstag zum Nachholspiel bei Meister Würzburg ran muss. Auf Hankofen wartet dann am Freitag das Highlight-Heimspiel gegen die Bayern Amateure. Den letzten Auftritt im Xaverbert Sportpark dürfte der TSV Buchbach nicht in guter Erinnerung haben. Damals ging der Regionalliga-Dino nämlich mit 0:5 bei der Spielvereinigung Ansbach baden. Goalgetter Michael Speer trug sich damals gleich dreifach in die Torschützenliste ein und will heute die Ansbacher zurück in die Erfolgsspur bringen. Denn nach den Last-Minute-K.O. in Hankofen rutschten die Mittelfranken auf Rang 17 ab. Buchbach hingegen zeigte letzte Woche eine starke Leistung und knüpfte dem großen Nachbarn Burghausen einen Punkt ab. Im Abstiegskampf brauchen also beide Teams die Zähler. Anders als im letzten Aufeinandertreffen verschliefen die Gäste die Anfangsphase aber nicht. Im Gegenteil, nach einem Ballgewinn in der 5. Minute schaltet der TSV schnell um. Tobias Duff dann mit der Hereingabe in den Strafraum, wo Tobias Heiland nur noch den Fuß hinhalten muss und Dankeschön sagt. Top-Start also für die Oberbayern. Doch die Hausherren zeigten sich keineswegs geschockt. Nach einer guten Viertelstunde tankt sich Jonas Sauerstein durch die Buchbacher Hintermannschaft. Patrick Kreuz übernimmt dann und findet seinen kongenialen Partner Speer, der den schnellen Ausgleich erzielt. Der 24-Jährige scheint mit dem TSV seinen Lieblingsgegner gefunden zu haben. Nach dieser wilden Anfangsphase beruhigte sich das Spielgeschehen ein wenig. Beide Mannschaften waren jetzt um Spielkontrolle bemüht. Dann aber die 29. Minute. Buchbach bekommt die Kugel nicht entscheidend geklärt. Björn Angermeier kommt an den Ball und probiert's einfach mal aus der Drehung. Toller Schuss des 21-Jährigen, mit dem er Keeper Ludwig Zech auch etwas auf dem falschen Fuß erwischt hat. Ansbach drehte hier also die Partie und drückte aufs dritte Tor. Nur wenig später wird Speer auf die Reise geschickt. Philipp Walter klärt im letzten Moment zur Ecke. Und auch die wollen wir uns ansehen. Wieder stellt Angermeier seine tolle Schusstechnik unter Beweis. Sein erster Versuch wird von einem Buchbacher Verteidiger geblockt. Bei seinem zweiten steht dann mit Speer der eigene Mann im Weg. Wie sieht die Antwort der Gäste aus? Die kontern in der 40. Minute über Tobias Stoßberger. Der lässt Matthias Hahn ganz alt aussehen und bleibt dann auch für Heiko Schiefer cool. Alles wieder offen nach einer spektakulären ersten Hälfte mit 4 Treffern. Und so ging's auch nach dem Seitenwechsel weiter. Staff mit der ersten Gelegenheit für Buchbach. Danach allerdings wieder Ansbach am Drücker. Seefried mit einem tollen Distanzschuss, doch Zech macht sich ganz lang und klärt noch zur Ecke. Und auch hier wird's brandgefährlich. Tobias Dietrich steht völlig blank, setzt das Spielgerät aber rechts vorbei.
In der 56. Minute dann ein langer Ball Richtung Buchbacher Gehäuse. Zech verschätzt sich komplett und kann nur noch mit einem Handspiel außerhalb seines Strafraums das 3:2 verhindern. Klare rote Karte, Ersatzkeeper Marcel Brinkmann musste also ran. Ansbach tat sich in Überzahl aber sehr schwer. Buchbach verteidigte leidenschaftlich und ließ fast nichts zu. Eine Flanke von Speer mutierte in der 79. Minute noch zu einem Torschuss. Brinkmann konnte sich hier aber das erste Mal auszeichnen. Kurz vor Schluss schleicht sich dann Kreuz in Thomas Müller-Manier seinen Bewachern davon, trifft aber nur das Außennetz. Schafft Ansbach hier noch den Lucky Punch? 7. Minute der Nachspielzeit. Die Kugel kommt noch einmal in den Strafraum zu Rico Manz, doch der schießt freistehend Brinkmann an. Das hätte eigentlich das goldene Tor für die 09er sein müssen. Es fühlt sich an wie 2 verlorene Punkte, ist klar. Wenn man so lange in Überzahl ist bei einem Heimspiel, dann werden wir das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube nicht, dass wir es nicht wollen. Wir haben alles am Platz gelegt, was wir drin hatten. Haben dann aber leider in Überzahl nicht geschafft, da Kapital draus zu schlagen. Hatte trotzdem zweite Halbzeit einige Chancen. Wenn wir eine reinmachen, würden wir es 3-2. Dreckiger 3-2-Sieg, dann ist es genau das, was wir brauchen. So bleibt es leider beim 2-2. Ist wie es ist. Nächste Woche in Bamberg zählt. Ja, ich glaube, ein munteres Spiel. Das auch hätte 5-5 ausgehen können. Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, jetzt die Defensive war heute nicht der beste Teil in beiden Mannschaften. Nichtsdestotrotz denke ich, wir hatten genug Chancen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wir nehmen den Punkt mit, mehr haben wir heute auch nicht verdient, weil wir einfach einen Ticken zu langsam im Kopf waren in jeder Aktion. Gibt solche Spiele, aber dann ist es auch Qualitäten, den Punkt mitzunehmen und den nehmen wir dankbar mit. Ein Remis, das beiden Teams im Abstiegskampf nicht wirklich weiterhilft. Aufgrund der vielen Chancen und der Überzahl trauert die Spielvereinigung Ansbach dem Sieg aber schon mehr hinterher als der TSV Buchbach, der sich mit viel Leidenschaft diesen einen Zähler verdient hat. Ansbach bleibt damit auf Rang 17, Buchbach ist 9. Der 9. Spieltag wurde beeinflusst vom Wetter. Die Heimspiele von Burghausen und Türkgücü fielen dem Dauerregen zum Opfer. Gespielt wurde am Freitag in Würzburg, wo sich die Kickers nach dem Trainerwechsel zurückmelden. Die beiden Amateure retten last minute ein Unentschieden gegen Hauptstadt und keine Tore gibt's in Aschaffenburg zu sehen. Am Samstag dann der knappe Bayreuther Sieg im Topspiel gegen Illertissen. Ein richtiges Spektakel mit dem besseren Ende für den Aufsteiger bieten Schwaben Augsburg und Primus Schweinfurt. Hankofen holt ein 0:2 in Nürnberg noch auf und Ansbach und Buchbach trennen sich ebenfalls 2:2. Heißt für die wegen der Ausfälle leicht schiefe Tabelle, dass Bayreuth aus dem Quartett vorne nun wieder ein Quintett gemacht hat. Burghausen und die Bayern allerdings noch mit Nachholspielen ausgestattet. Die erfreulichste Überraschung sind und bleiben die Schwabenritter auf Rang 6. Würzburg klettert auf 7 und könnte mit einem Sieg im Nachholmatch am Dienstag gegen Nürnberg auch noch am Neuling vorbeischlüpfen. Buchbach schaffte es durch die starken Leistungen zuletzt aufs erste Tableau. Allerdings waren Fürth und Bamberg gezwungenermaßen auch spielfrei. Hauptstadt huscht an Filzing vorbei und im Keller alles unverändert. Nürnberg, Hankofen, Aschaffenburg und Ansbach holten je einen Zähler. Türkgücü musste von der Couch aus zuschauen. In der kommenden Woche ist die Regionalliga dann zweimal live. Zum einen gibt es die angesprochene Dienstagspartie aus Würzburg und am Freitag dann das Topspiel Schweinfurt gegen Burghausen im BR-Livestream zu sehen. Wir hören und sehen uns dann kommenden Sonntag wieder mit einem diesmal hoffentlich kompletten Programm. Servus, bis dahin.